Moin, herzlich willkommen zurück hier zur weiteren Folge am, was haben wir denn heute? Mittwochnachmittag. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei, die Schweinefutterproduktion zu versorgen, damit wir Schweinefutter nachproduzieren, damit wir hier unsere Schweine auch vernünftig versorgen können. Ja, jetzt haben erstmal die Tiere hier Vorrang. Die werden erstmal mit allem versorgt, was wichtig ist. Und dann kümmern wir uns um alles andere. Und wir müssen Getreide haben. Schade. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Gerste. Ja, ich wiederhole es nochmal. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link, wo ihr mit abstimmen könnt, welche Map wir demnächst im Multiplayer spielen. Wir sind ja von der Hauptwache erstmal runter, weil wir da viele Probleme mit hatten. Und ja, suchen uns jetzt erstmal übergangsweise eine andere Map. Und wenn dann ein Update oder vielleicht irgendwann nochmal die Finalversion von der Hauptwache da ist, vielleicht springen wir dann wieder darauf zurück. Aber jetzt suchen wir erstmal wieder eine andere Map. Stehen 15 Maps zur Auswahl. Ich werde mich nicht, oder wir werden uns nicht komplett danach richten, was ihr abstimmt. Wir werden das mit berücksichtigen, aber es wird nicht ausschließlich die Entscheidung sein, sondern wir stimmen intern auch mit ab. Ja, und ihr könnt eben genauso mit abstimmen wie wir auch. Und ihr werdet zusammen praktisch als ein Mitglied gewertet, sodass wir also auch sehen. Was ihr denn so vielleicht, was euch interessiert, was ihr gerne sehen würdet. Nordfriesische Marsch ist in beiden Versionen mit bei, mit und ohne Gräben. Ja. Alles, was man so braucht, sich vorstellt. Habe ich jetzt eigentlich da hinten schon ein Förderband? Ja, habe ich schon. Sehr schön. So, wie sieht's denn hier bei der Saatgutproduktion aus und bei der Düngemittelproduktion. Mist. So, aus Versehen auf falsche Taste gekommen. Kann passieren. 54.000. Ich habe hier keinen Dünger mehr. Doch, Dünger habe ich. Getreide habe ich hier nicht mehr, aber Dünger könnte ich da auch noch hinzufügen. Dann machen wir das doch mal. Holen wir uns doch mal hier eine Ladung Dünger ab. Ups. Erstmal alles hier schön versorgen. Mann, was mache ich denn? Ja, geht doch. Erstmal Dünger holen. Dann holen wir gleich auch noch Getreide. Voll, voll ist er. Na, da können wir aber auch vorwärts fahren.
Tüten leer und Getreide holen. Dann läuft das nämlich auch gleich wieder auf Hochtouren. Ich werde auch in der nächsten Saatperiode werde ich meine neue Sämaschine ausprobieren. Werde ich die Horsch pronto mit 15 Meter mal ausprobieren. Die habe ich früher schon mal gehabt, hat mich gestört, dass ich nicht alle Fruchtsorten konnte. Ja, ich glaube, das war das Einzige, was mich gestört hat. Und dann habe ich mir die, Amazone Condor Direktsaatmaschine geholt. Aber inzwischen bin ich ja, habe ich ja einmal natürlich vom Reiko Tipps gekriegt, dass er sich die auch umgeschrieben hat. Und ich habe die auch umgeschrieben. Die von den Fruchtsorten jetzt genauso wie die Condor. Das heißt, es sind eigentlich keine festen Fruchtsorten eingetragen. Das heißt, man sollte also auch keine Errors in der Log kriegen, wenn man die auf eine andere Map nimmt, sondern er nimmt einfach die Fruchtsorten, so wie ich das sehe, die in der Map eingetragen sind. Also ich kann mit der Sämaschine bis auf Kartoffeln, kann ich glaube ich alle sehen. Und was mich daran jetzt noch ein bisschen stört, ich kann die nur mit Überladewagen oder mit mit Frontlader beladen und nicht mit nicht hier an den Produktionen direkt. Aber das gucke ich mir auch noch mal an. Das kann eigentlich auch nicht so schlimm sein. Das werde ich mir noch mal anschauen und das gegebenenfalls mal anpassen. Warum mache ich das jetzt? Ich mache das einfach, damit hier das Lager Platz hat für alles, was ich denn da jetzt wieder produziere. Und dann fahre ich das mal eben hier hinten ins eigene Silo rein. Düngerproduktion muss man auch gleich mal anstoßen, indem wir mal ein bisschen Gülle dahin bringen. Wie viel Gülle haben wir? Haben wir genug Gülle? Hier. Gülle 12.000. Naja, viel haben wir nicht. 53.000, immerhin besser als X. Besser als nichts. Nicht wahr? Mal darum. So, das ist fertig. Da schon mal produzieren. Als nächstes bringe ich dann mal Stroh dahin. Haben wir eigentlich noch loses Stroh im Silo? Kann ja auch weg. Ich habe doch mal so viel Stroh gehabt. Oh, 1 Million Liter. Wer sagt's denn? Können wir das ja auch zu den Schweinen bringen? Wenn die das denn nehmen.
Oder ist da nur ein Ballenträger drin? Ich weiß das gar nicht. Das sehen wir ja gleich. Läuft hoch, das ist doch schön. Haben wir noch ein bisschen was über. Super. Das können wir dann mal direkt hier rüberbringen zu den Rindern. Läuft wieder, sehr schön. Und jetzt holen wir gleich Mischration, wo wir gerade dabei sind, die Tiere zu versorgen. Machen wir es gleich richtig. Machen wir uns gleich um alles. Da war Mischration. Da sind über 10 Wagenladungen, die wir da haben. Nein, dagegen gefahren. Ich fahre meinen eigenen Hof kaputt. Wie dämlich ist das denn? Es füllt sich, aber es wird nicht voll. Mal. Dann sind wir bald. Sind wir bald da.
So, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo oder kommt mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen und nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung einen Link zur Abstimmung, was wir im Multiplayer, welche Map wir da spielen sollen. Kommt schön und stimmt fleißig ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen gibt es auch nochmal 2 Folgen. Das liegt ja daran, dass ich letztes Wochenende, Samstag und Sonntag, nur eine Folge jeweils hatte, Montag gar keine. Deshalb gibt es jetzt, gestern, heute und morgen jeweils 2 Folgen. Freitag gibt es nur eine Folge, wie sonst auch immer Freitag. Samstag, Sonntag jeweils 2. Und Freitag und Samstag wird es wohl auch einen Livestream geben. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich und sage ciao.